Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode 7 Days to Die Alpha 16 auf Karte Gaming. Heute bauen wir weiter an unserer Elektrifizierung der Wartungsebene und wie ihr seht, war ich schon ziemlich fleißig, habe eine Menge Lampen, extra Lampen platziert. Ich bin jetzt gerade noch dabei, die letzten zu verkabeln und zwar habe ich beschlossen, da naja, die Wattleistung noch mal ein bisschen raufzudrehen. Wir kleckern nicht, wir klotzen. Ne? Wir haben jetzt einmal ordentlich Lampen platziert. Ihr seht, ich habe jetzt die Mittellampen noch mal ersetzt. Ich schalte jetzt mal den Kopfscheinwerfer aus. Ihr seht, ja, trotz dieser mehr als beachtlichen Anzahl an Lampen, die wir jetzt hier platziert haben, ist es noch immer ein ziemlich schummriges Licht. Es ist schon relativ gleichmäßig ausgeleuchtet. Viel besser wird das nicht mehr. Hauptproblem ist, diese Lampen haben eine sehr kurze Abstrahlung, scheinen eigentlich ziemlich genau auf den Boden vor sich her. Die Wand wird eigentlich nicht ausgeleuchtet, Punkt 1, Punkt 2. Wir können hier in der Decke keine Lampen montieren. Also können schon, aber nicht ohne, dass wir die Kabel der Kreuzung quer durch den Raum spannen. Was natürlich die gesamte Übung mit unserem Kabelschacht, den wir hier hinten jetzt optimiert haben, ad absurdum führen würde. Denn wenn ihr seht, habe ich jetzt bereits, wie letzte Episode angesprochen, die Verteiler optimiert. Das heißt, die gehen hier entlang der Wand. Ja, wir brauchen jetzt zwar hier einen extra Verteiler für jede Ecke. Okay, das sind 4 extra Verteiler, die wir brauchen. Aber die Kabel verlaufen auch jetzt hier im Kabelschacht praktisch unsichtbar. Hier oben versteckt, in den Winkeln. Ich habe die Ecken befreit und mussten das quasi von den Außenecken verlegen. Haben wir noch schnell einen Durchbruch, weil ich hier die Kabel verlegen musste, damit wir noch einmal an den Stellen durchbrechen müssen. Aber ihr seht, die Kabel verlaufen hier unten komplett versteckt. Selbst im Kabelschacht sind sie eigentlich praktisch nicht zu sehen, nur hier in den Ecken. Meine Schlussfolgerung aus diesem Projekt hier ist, ich würde dringend empfehlen, in Zukunft die Kabelschächte vertikal zu organisieren. Wir haben sie jetzt horizontal organisiert, das heißt, sie laufen hier entlang. Ja. Der Nachteil ist, wenn wir jetzt zum Beispiel hier in der Mitte des Raums was machen wollen, können wir das nicht, weil die Kabel müssen ja irgendwo gespannt werden. Das geht nicht. Wir haben sie hier vertikal quasi installiert, weil wir entsprechend diese Lampen von hier unten speisen. Wir haben hier ein Kabel, was hier durchläuft. Das ist zwar jetzt auch nicht unbedingt ansehnlich, aber in dieser Konstruktion ging es halt nicht anders. Vor allem da unten sind wir eh nie. Das ist ja quasi der ungenützte Bereich der Basis. Ja, die Eingeweide, die untersten Grundfundamente, die bis runter gehen, brauchen wir im Prinzip nicht. Aber ihr seht, die Kabel könnten auch so verlegt werden. Das heißt, in Zukunft würde ich alle Kabelschächte vertikal anlegen. Genauso wie wir es im Haus geplant haben, nämlich dass wir auf dem Haus in der Decke eine Zwischendecke machen, mit die einfach nur ein Feld hoch ist, wo wir quasi die ganzen Kabel so verlegen. Und dann können wir an jedem beliebigen Punkt, egal wo wir sind, die Kabel verlegen und die Lampen montieren. Ne? Im Idealfall hat man natürlich eine Kabelwand auf der Seite auch noch, falls man da noch in der Wand irgendwo was verkabeln möchte, dass sich einfach nicht ausgeht von den Kabeln. Ja? Aber prinzipiell für so einen großen Raum, wenn man so einen großen Raum macht, braucht man unbedingt einen vertikalen Kabelschacht. Das heißt, das nächste Mal würde ich also hier eine Zwischendecke reinziehen und entsprechend dort die Kabel verlegen. Das ging hier nicht, weil das eben hier die Wartungsebene ist. Das ist eine zusätzliche Erschwernis, weil das ist ja eigentlich die Wartungsebene, von der wir von unten die Spikes warten können. Dementsprechend können wir das halt so nicht bedingt nicht machen. Ist auch nicht richtig. Wir werden dann noch vielleicht experimentieren mit Konkretblöcken, wenn wir mal die Zeit dazu haben, die Muße, weil ich kann hier die Lampen nicht so richtig platzieren. Was wir machen könnten, ist, dass wir da das erhöhen, ja, und quasi dann in diesen Säulen quasi die Kabel verlegen. Das geht hier nicht. Aber theoretisch, wenn das hier stärker ist, einen Block stark ist, könnten wir theoretisch da Kabel reinlegen. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, aber im Prinzip haben wir die Kabel jetzt hier in den Wänden ja auch versteckt in der Mauer. Ja. Die laufen ja quasi permanent hier in diesem Block. Die laufen hier, da seht ihr, da kommen sie der Verteiler und dann laufen die Kabel hier weiter. Und vielleicht könnte man das auch im Boden machen. Vielleicht. Das ist jetzt die einzige Idee, die ich hätte. Ansonsten seht ihr, wir können die Kabel nicht anders verlegen. Ich würde es jetzt mal so belassen, wie es ist. Schauen wir mal auf den Stromverbrauch. 162 Watt Stromverbrauch. Und das ist nur diese Ebene, ja. Und ja, wir bräuchten eigentlich noch hier hinten eine Beleuchtung, aber ich glaube, das lassen wir jetzt, weil der Stromverbrauch ist jetzt schon jenseits von gut und böse. Ja? Also der Kabelschacht bekommt keine eigene Beleuchtung.
habe ich angekündigt, dass ich es machen möchte. Aber hey Leute, der Wahnsinn, der greift um sich sozusagen. Ja? Also Genie und Wahnsinn sind nahe beieinander, sagt man ja. Und ich glaube, wir haben wieder diesen Punkt erreicht, wo wir dann quasi einen Schritt zurück machen und sagen, okay, nice try, wir haben es probiert, aber ja, also ist okay. Es ist okay, so wie es ist, denke ich mal. Ich bin mal auf die Comments gespannt, was ihr jetzt dazu sagt. Ob ihr vielleicht Vorschläge habt, wie wir das hätten anders machen können. Ändern kann ich es immer noch. Aber wie ihr wisst, also ich versuche jetzt mal wirklich da diesen Bauschritt hier abzuschließen und ich denke, wir sind da jetzt doch schon relativ weit und soweit bin ich ja auch mit dem Resultat zufrieden. Ich bin ja nicht unzufrieden, versteht es mich nicht falsch. Aber ich weiß, man kann das immer noch besser machen und ich denke, das nächste Mal, wenn wir wirklich versuchen, eine Zwischendecke reinzuziehen, um das entsprechend auch von oben vernünftig beleuchten zu können. Weil bei dieser gewaltigen Raumgröße, wir reden also hier nach wie vor also von mehreren hundert Quadratmetern, ich bin mir nicht sicher, wie groß die Innenfläche ist, aber gut geschätzte 500 Quadratmeter ist die Innenfläche groß. Die nur von einer Mittelsäule und vom Rand beleuchten zu wollen, ist einfach möglich, ja, aber schwierig. Ihr seht es ja. Zumindest mit diesen Lampen haben wir jetzt alles gemacht, was wir konnten. Wir haben so viele hergehängt, wie nur geht. Wir könnten theoretisch da vielleicht noch in den Ecken da und dort da vielleicht. Das könnte man noch machen. Ja. Ihr seht es ja an diesen Eckpunkten. Vielleicht können wir damit die Seiten besser ausleuchten. Ja. Also wir könnten es noch probieren. Ja. Und man hätte hier eine herhängen und hier eine herhängen und hier eine herhängen. Und hier. Und hier. Und ihr seht die Wattzahl. Die geht schon wieder nach oben. Die Stromrechnung möchte ich nicht zahlen müssen, aber okay. Ja, wir probieren es einfach nochmal. Vielleicht kann ich es nochmal ein bisschen steigern. Letzter verzweifelter Versuch. Die Ehre dieser Lampen zu retten, weil wir haben da sehr viele Ressourcen investiert in den Bau. Wir müssen sie eigentlich verwenden irgendwo. Und ich habe wirklich versucht, mein bestes Versuch da mit diesen Lampen die Beleuchtung zu realisieren, aber hoppla, ihr seht, wir haben wirklich geklotzt jetzt. Okay, die müssen wir von innen, ja, da werden wir da fürchtig das Kabel von da holen. Ich weiß, dieser Raum ist furchtbar verkabelt, aber es geht nicht besser. Da brauchen wir auch eine Zwischenstecke quasi für den Generatorraum. Und ja, jetzt haben wir die Stromleistung beschritten, glaube ich. Ja. Oh mein Gott, wir brauchen mehr Power. Shit, da falle ich gleich wieder runter vor lauter Lachen. Oh Mann, wir können nicht einmal eine Ebene mit dem Generator schüttern. Wow, wir brauchen mehr Power, gebt mir die Engines. Ja, wir brauchen mehr Motoren, Leute. Und ja, ich sehe es gerade, wir haben keinen Inventarplatz. Haus brauche ich da mal. Ah, noch ein bisschen Beton raus. Oder ein bisschen Beton raus, da ist ich komme aus da, so. Sand und Stein. Ich weiß, wir haben da alles doppelt und dreifach mit. Wir haben auch unten teilweise Material abgebaut, deswegen hat auch hoppla, entsprechend Rohmaterial dabei. Das ist ja da unten quasi direkt aus der Wand. Okay, wir haben drei Motoren. Ja, nehmen wir einen Motor. Wir brauchen noch mehr Motoren wieder. Ihr seht, wir brauchen Motoren für diese Wahnsinnsbasis. Ich hab nicht übertrieben. Ja. Wir brauchen schon die Hälfte der Generatorbank, nur um ein Stockwerk zu beleuchten. Das ist der komplette Wahnsinn. So. Und da haben wir eh schon richtig gute Motoren drin, schon als Gesamtbitte. Das sind unsere besten Motoren, die wir jetzt haben im Moment. Wir können noch einen reinhängen. So, jetzt mal 419 Watt. Wir brauchen 192, wobei ich nicht sicher bin, ob alle Lampen angeschlossen sind. Schauen wir mal. Aber auch schon tut's geil. Schaut, diese Silhouette, die machen, die sind... Wow! Ich bin begeistert. Ja, da haben wir einen übersehen. Okay. Das ist es mir wert gewesen. Schauen Sie mal, wie cool das jetzt ausschaut. Und ja, wir bräuchten eigentlich da noch welche in den Ecken. Da noch eine. Also das sind jetzt ungefähr 40 Lampen verbaut. Zählen wir sie mal, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, schaut mal. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, wenn ich jetzt richtig gezählt habe.
31, 32. Haben wir in der Mitte schon gezählt? Ich glaube nicht. Okay, also um die 40. Mal dunkel. Zum Vergleich, ja, mit Scheinwerfer, ohne Scheinwerfer. Da haben wir oben einen Fackelschein, der noch durchkommt. Boah, das ist finster. Bist du narrisch. Ja, ohne Scheinwerfer. Wir sehen jetzt sogar schon ohne unseren Headlight was. Aber gut, bei der Lampenzahl. Das schaut wirklich cool aus, diese Lampen, wie sie diese Kurve machen, diesen gekurften Schatten. Das schaut richtig gut aus. Das könnte man natürlich auch in der Architektonik dann berücksichtigen beim nächsten Mal. Ja, also da wäre, das ist jetzt quasi, wenn das da der Beton so eine Kurve macht. Es gibt jetzt so Elemente, die wir bauen könnten. Das haben wir da jetzt nicht gemacht. Das machen wir quasi mit dem Lichteffekten. Das haben schon die alten Ägypter gemacht. Die haben da quasi, also bevor sie angefangen haben, so den Tempel von Karnak und so zu bauen, mit diesen 20 Meter hohen Säulen, haben die quasi die Säulen noch in der Wand integriert gehabt und die sind quasi nur genau wie die so kurz vorgesprungen. Und da haben die auch quasi Fackeln daneben platziert, damit quasi dieser Effekt, dieser 3D-Effekt verstärkt wurde. Genau dasselbe machen wir hier im Prinzip auch. Das schaut jetzt wirklich so aus, wenn die Säule quasi hier weitergeht. Ne? Sehr geil. Okay, das gefällt mir schon sehr gut. Jetzt bin ich mal auf den Stromverbrauch gespannt. 202 Watt. 202 Watt für diese Lichtspiele hier. Aber wir werden diese Lichter natürlich nur einschalten, wenn wir die Wartungsebene benutzen. Das ist nur die Beleuchtung, damit man hier von unten die Spikes reparieren kann. Und jetzt mal was über den Aufwand wir betreiben. Und ja, ich weiß im Prinzip, das Einzige, was wir eigentlich beleuchten sollten, die Spikes haben wir nicht beleuchtet. Wir bräuchten eigentlich Bodenlampen. Ja? Wir bräuchten eigentlich da Lampen, die am Boden sind, nach oben scheinen. Das wäre eigentlich sinnvoll, ja. Vielleicht können wir da mit diesem Boden, ihr wisst es, mit diesen Deckenlampen, die wir einfach am Boden montieren, vielleicht können wir damit was machen. Ja, schauen wir mal. Vielleicht fällt uns, wie gesagt, vielleicht fällt uns noch was ein. Sagt mal in den Comments Bescheid, was denkt ihr von dieser Konstruktion? Wie gefällt es euch? Auf die Comments bin ich mal gespannt. So, okay. Gehen wir nochmal alles durch. Ja, also wir haben jetzt den Kabelschacht hier nicht beleuchtet. Ich glaube, darauf verzichten wir jetzt im Anbetracht des horrenden Stromverbrauchs. 202 Watt, das ist ja mal eine Ansage. Ihr seht, die Kabel laufen jetzt wirklich schön versteckt, auch hier im Kabelschacht, wirklich schön versteckt. Da immer durch die Blöcke, nur die entsprechenden Verteiler sieht man. Und wie gesagt, wenn wir das vertikal machen, wenn wir da quasi eine Zwischendecke gemacht hätten, was man da bei dieser Wartungsschachtgrube natürlich jetzt nicht so leicht geht vielleicht, aber in einem Haus, in einem größeren Haus, würde ich auf jeden Fall immer dann jetzt einen Kabelschacht vertikal machen, sprich die Kabel dann quasi in der Decke oder im Boden verlegen. Also eigentlich in der Decke ist natürlich vernünftiger. Ne? Und dann eventuell noch an der Wand. Aber ich glaube, in der Decke wäre glaube ich, ziemlich vernünftig. So, da haben wir noch einen Block vergessen. Das war wahrscheinlich noch ein Kabelschachthalter. Ja, und dann haben wir eigentlich diese Ebene so weit fertig. Diese Stillleben hier machen wir vielleicht auch noch zu. Wobei, ich habe angesprochen, dass wir den Generatorraum erweitern werden. In Anbetracht dessen, dass wir jetzt so viel Strom brauchen, ich meine, schaut euch das an. Das ist die halbe Generatorleistung, wird jetzt allein nur für den Strom hier verbraucht. Wir werden also noch wir haben noch Platz für hier drei weitere Generatorenbänke. Das heißt, wir können, wie viel Watt können wir produzieren damit? Rechnen wir mal 500 Watt. Wir haben nicht so gute Motoren. Wir können jetzt sagen mal 500 Watt. 1, 2, 3, 4. Ja, 2000 Watt, aber wir haben nicht so gute Motoren, also rechnen wir damit, dass wir hier ungefähr 1500 Watt produzieren, ja, mit dieser Anlage, wenn wir hier die Motoren her tun, wir haben entsprechend von der Motorenqualität nicht die besten immer dabei, wir können sie kombinieren, aber da habe ich den Skill dafür und so viele Motoren haben wir auch nicht, also rechnen wir damit, dass wir hier 1500 Watt circa produzieren können mit diesem Platz, ich denke, das wird reichen, wir werden den Raum nicht vergrößern müssen, aber wir können, wie gesagt, habe ich schon mal angesprochen, letzte Episode, wir können hier im Prinzip vorspringen bis hierher, und quasi diesen toten Bereich hier hinten nutzen, den ich hier einfach, wobei nicht mal fertig verkleidet habe. Also im Prinzip ist ja das hier auch noch eine Außenmauer. Die wollte ich eigentlich noch setzen. Deswegen renne ich da eigentlich zum dritten Mal rein und habe eigentlich im Unterbewusstsein schon irgendwie hat es angefangen zu arbeiten. Irgendwie, irgendwas passt hier nicht. Ja, das passt hier nicht. Das ist noch die letzte Stelle, die ich noch verkleiden wollte. Richtig. Dann haben wir die letzte Stelle ausgekleidet. Dann ist die gesamte Wand hier fertig. Und ich würde sagen, das machen wir einfach zu. Ja, wir machen es einfach so. Ganz dezent. Ja. Weil das ist ja eine Ecke, die wir nicht brauchen. So, haben wir das zugemacht. Und sollten wir mehr Platz brauchen, können wir wirklich, wie gesagt, den Generatorraum bis hierher verlängern.
Wir können selbstverständlich auch Generatoren da, hier noch mehr Generatoren reinstellen, hier und hier. Aber die Idee war ja, dass wir ein bisschen Bewegungsraum haben, das haben wir so gemacht. Und vielleicht fällt mir noch was ein, oder fällt euch noch was ein, wie wir die Verkabelung in diesem Raum selber noch machen können. Ihr wisst, das ist ein bisschen chaotisch, weil das Hauptstromkabel geht jetzt hierher, zu diesem Schalter. Ja? Und von diesem Schalter geht es eigentlich da durch und verteilt sich in die ganze Basis. Nur der linke Teil, also sprich die Lampen, die auf dieser Seite sind, diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, die werden von der Seite gespeist, von der anderen Seite, weil wir hier den Kabelschacht unterbrochen haben. Ihr seht ja, hier ist der Kabelschacht unterbrochen, ja, weil wir hier die Stiege reinsetzen. Und ja, wir werden dann hier eine Tür hersetzen, hierher. Eine schöne Bunkertür, dann haben wir hier einen Zugang, denke ich mal. Ne? Dann haben wir hier einen Zugang und hier einen Zugang. Ne? Also wir können auch das im Prinzip zumachen. Aber ich dachte eigentlich von der Idee, das ist schon ästhetisch schön aus, weil wir haben ja quasi zwei Türen, eine für den Generatorraum und eine für den Wartungsschacht. Und vielleicht machen wir das hier auch zu. Ne? Im Prinzip, wir brauchen nicht zwei Zugänge zum Wartungsschacht. Ja? Das ist eigentlich nur bequemlich. Machen wir es mal zu. Sagt mir in den Comments Bescheid, was ihr davon haltet. Aber ich, gefühlsmäßig, zweiten Eingang brauchen wir nicht. Ja. Wenn wir wirklich rein müssen, wenn wir wirklich was neu verkabeln müssen, müssen wir eh die Wände wieder durchbrechen. Also ich habe jetzt das nicht gezeigt, aber jetzt da und dort bin ich immer wieder mal durch die Wände durchgebrochen, weil ich die kompletten Lampen neu verkabeln musste. Also insofern, ja, wie gesagt, ein Kabelschacht vertikal ist vielleicht besser mit einer Zugangslucke. Aber wie gesagt, danach ist man immer schlauer und gerade bei einem Raum dieser Größe, denke ich, das Resultat ist nicht schlecht, es gefällt mir ja. Ich bin nur eben von der Lichtleistung nicht begeistert, weil wir haben so viele Lampen installiert, knapp, also ich denke 40 Stück, ich habe es nicht richtig gezählt. Ich tue es dann in den Thumbnail rein, werde ich es dann reinschreiben, wie viel das jetzt wirklich waren, das zähle ich jetzt nicht nochmal nach. Dann wisst ihr, wie viele Lampen wir haben, aber ich denke mal, das kann sich mal sehen lassen, ne? Also von der Verkabelung, also das schaut schon nach was aus. Ich meine, so mit der Headlight schaut es ja wirklich toll aus. Ist nur leider geschummelt, wenn wir die Kopflampe ausschalten, sehen wir, dass es halt nicht ganz so hell ist. Ne? Aber okay, es bringt was, es ist ästhetisch was. Würde ich es nachher beim nächsten Mal nochmal so bauen? Nein. Wie ich es anders bauen würde, keine Ahnung, wegen dieser Wartungsebene. Aber wir haben es mal realisiert. Wir sind jetzt hier unten eigentlich fertig. Sofern ihr nicht noch irgendwie Comments habt, was wir noch machen können, wie wir das entsprechend besser beleuchten können kann. Ich bin gerne bereit, nochmal komplett alles auseinanderzunehmen und neu zu verkabeln, kein Problem. Aber im Prinzip haben wir hier einen Kill-Switch, dementsprechend ein- und ausschalten können, weil ihr wisst ja, der Strom braucht 202 Watt, das können wir uns nicht leisten, wenn das durchläuft. Und dementsprechend haben wir das hier zentral. Ne? So, und dann geht es im Prinzip weiter. Hier oben auf der eigentlichen Horde, hoppla, Abwehrebene. Wir werden die Leiter dann richtig schön aus Eisen machen. Geht die Leiter hier rauf, also die Leiter, die Treppe. Ich bin schon komplett aus dem Tritt, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn die Treppe rauf machen, die nochmal neu machen, dann machen wir vielleicht eine Unterbrechung und machen die Treppe dann weiter hier, Treppe weiter hier, oder wir könnten sie vielleicht hier versetzen und hier rauflaufen lassen, also quasi so eine Serpentine machen darauf, wie das heißt, keine Wendeltreppe ist der falsche Ausdruck, ihr wisst, was ich meine, das schauen wir uns dann auch noch an, wie wir das machen, wir könnten sie auch in einem durchlaufen lassen und ja, das Problem ist, ich würde natürlich gerne daher vernünftig herkommen, ne? Also würde ich sagen, hier eine Plattform und dann geht die Treppe hierher und ein Steg, also quasi mit einem Catwalk, geht daher und ja, wir könnten sie eigentlich in einem Stück machen, oh, das geht schon. Dann versetzen wir die Treppe einfach ein Stück nach hinten, haben einen Catwalk, kommen hierher und können dann bequem weiter rauflaufen. Machen wir es vielleicht so. Das schauen wir uns dann noch an, die Leiter ist dann noch ein letztes Gimmick, was wir dann noch machen. So, dann haben wir hier einen Schalter, habe ich euch denke ich schon mal gezeigt, wie das funktioniert. Damit können wir dann entsprechend an diese Ebene beleuchten. Wir werden den Schalter dann hier versetzen, sprich der sitzt dann ja, wenn wir sich mal anschauen, wir müssen da Kabelführung machen, weil ihr wisst, wenn das hier offen ist, dann muss das Kabel genau hier durchlaufen und auch das genau durch die Treppe, das geht natürlich nicht. Scheiße. Was wir machen könnten aber, wenn wir ganz smart sind, dass wir hier oben eine Kabelebene reinziehen, Leute. Hier haben wir alles noch Rohbau. Hier oben können wir alles noch umdesignen. Das Problem ist, unten haben wir die Begrenzung durch die Hordegrube. Ja? Ich kann jetzt nicht unten eine Zwischendecke reinziehen, weil erstens ist es der Wartungsebene und zweitens, wenn ich da was verändere, müssen wir das alles rausreißen und das machen wir nicht. Das wäre verrückt. Aber wir können hier oben eine Kabelschachtebene reinziehen. Das können wir durchaus machen.
Ich wüsste zwar jetzt nicht genau wofür, nur dafür muss man den Schalter von da nach da versetzen, das ist ein bisschen crazy, weil hier haben wir entsprechend wieder den Kabelschachtgang, ja, das machen wir hier unten zu und dann haben wir entsprechend, also wenn ich das jetzt vorstelle, da haben wir eine Harinen. Irgendwo da. Mädel, wo bist du? Schauen wir mal, ob wir sie anlocken können. Ich sehe sie ja nicht. Also, da haben wir auch ein Problem. Bei Basen dieser Größe, einfach, dass wir nicht wissen, wo sie genau ist. Die wird da oben. Ah, seht ihr sie? Da ist sie. So, die war schwer zu treffen, weil sie natürlich im Liegen da ein bisschen schwer zu treffen ist, aber kein Problem, das werden wir auch noch beheben. Das sind so Kleinigkeiten, ihr wisst, da oben normal kann sie da oben nicht stehen und da oben robbt einer. Sich ausgerobbt. Oh, und wie ihr seht, haben wir noch ein Loch, ein paar Löcher, die müssen wir noch stopfen in der Konstruktion. Das sind natürlich extrem viele Gran da jetzt aus, die Konstruktion. Jetzt seht ihr mal, wie wir das, wie gigantomanisch wir das eigentlich angelegt haben. Da seht ihr mal das Skelett der Basis jetzt mal wirklich frei liegen. Das machen wir noch fertig ausschachten. Ich denke mal, wir werden in der nächsten Episode mal hier entsprechend fortfahren. Wir werden hier überlegen, wie wir das elektrifizieren. Ich werde mal hier anfangen, da entsprechend da die Rahmen zu setzen. Das wollte ich eigentlich gerade machen. Jetzt seht ihr, hier ist die Decke. Ja? Hier kommt dann die Decke drauf für die untere Ebene. Da seht ihr auch den Verteiler und, oh mein Gott, ich habe gerade eine ketzerische Idee. Ja, was wäre, wenn wir das hier verkaufen? Das wäre so cool, ja. Das Problem ist, da brauchen wir, ja, das Problem ist, wenn wir eines einschalten, schalten wir beides ein. Wollen wir das? Das ist das Problem. Das wäre jetzt genau die vertikale Verkabelung, wie ich meine. Wir haben hier genau die Verteiler, die bräuchten wir nur hier durch die Säule durch und wir hätten es. Oh mein Gott, ist das verführerisch. Oh Mann, das werde ich werde mir das überlegen. Mann, das verführerisch. Wir können einfach den Block dann da drauf setzen, das wäre perfekt. Dann würden die Kabel quasi, dann können wir sich die ganzen Verteiler hier sparen. Das Problem ist eben, ja, dann ist das eben nicht getrennt, dann rennt das alles doppelt. Oh wei, Leute, ich werde es mal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen, diesen ketzerischen Gedanken, weil im Prinzip das wäre so leicht. Wir haben die Verteiler ja hinter jeder Säule jetzt. Wenn wir da unten so viele Verteiler, wir bräuchten die ja nur anzapfen. Ja, ihr seht sie ja da, überall frei liegend. Ne? Daran habe ich jetzt auch gar nicht gedacht, wie verführerisch das ist. Weil dann brauchen wir hier eigentlich gar keinen Kabelschacht machen. Oh mein Gott, ist das eine ketzerische Idee. Und ich glaube, wir werden zu ketzern. Ja, weil wir sparen uns den kompletten Kabelschacht. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Wir halten da einen vertikalen Kabelschacht. Allerdings von unten. Die Frage ist, wie machen wir das mit Deckenlampen? Ja? Das ist das Problem. Die Lampen könnten dann hier in der Säule sein, aber nicht an der Decke. Ihr seht ja, hier die Deckenlampen würden, also das habe ich jetzt hier komplett freigespannt, das Kabel, das würde natürlich so nicht laufen, das ist nur zu Beleuchtungszwecken gedacht, für die Schnelle. Aber wenn wir natürlich den Verteiler hier oben haben, würde der durch diesen Block gehen, ne? Dann ist es eine vertikale Verkeilung, also Verkabelung. Ne? Weil das hier sitzt, geht das hier durch, wir sehen das Kabel nicht und das geht genau in die Lampe. Also ich demonstriere es einfach mal, nehmen wir mal die Lampe hier weg. Das Kabel, ja. Ich setze jetzt da einen Kabelverteiler weiter oben. Und das Kabel geht dann von diesem Verteiler in diese Lampe. Ja, okay, es lugt trotzdem noch durch. Es lugt trotzdem noch durch. Okay. Okay. Okay, Experiment Nummer 2. Was wäre, wenn er noch eins höher sitzt? Ja, dann geht es nicht mehr durch. Seht ihr? Dann versteckt man das Kabel und es läuft quasi perfekt versteckt durch. Das ist der Haken. Die Frage ist, was ist, wenn ich das jetzt von da mache? Ja, nehmen wir das nochmal weg. Achso, ja, wir sehen es eh nicht. Passt schon. Ja, dann seht ihr das, ne? Hoppa. Das ist genau das Problem mit dieser ketzerischen Idee. Das würde perfekt funktionieren, wenn wir hier in der Säule Lampen montieren. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hier sowas montieren, müsste das eigentlich perfekt gehen. Schauen wir mal. Ja, seht ihr? Das ist fast perfekt. Ich meine, das... Da würde ich jetzt nicht sagen, dass es stört, ja, weil wenn wir jetzt nicht das Kabelwerkzeug haben, es sieht, ja, also man sieht es ein bisschen, aber wirklich, es klippt nur ganz, ganz minimal durch. Das würde ich noch tolerieren. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist für mich intolerabel, weil
wir haben zu viel Arbeit gemacht mit den Kabelschächten. Wir schauen uns das an. Ja. Sagt so vielleicht in den Comments Bescheid, ob ihr vielleicht eine Idee habt. Vielleicht können wir das anders machen. Oh mein Gott, ich habe die nächste ketzerische Idee. Ja, wir könnten. Ja, nein, egal. Ich glaube, es ist vernünftig, wenn wir das trennen, die Stockwerke, wie es wegen am Stromverbrauch. Wir müssen auf jeden Fall mehr Verteiler machen. Es nutzt eh nichts, weil die Wand, so die Lampen kann ich in der Wand, also ich drehe es jetzt nochmal auf, wenn ihr die letzte Episode nicht gesehen habt, oder die schaut sich das an. Hier haben wir entsprechend die verschiedenen Beleuchtungselemente getestet. Die Lampen wie unten machen wir sicher nicht. Wir haben hier Glühbirnenlampen, die sind extrem grell, schauen bescheiden aus, würden uns aber ziemlich gut ausleuchten, wäre eine Möglichkeit. Das sind sogar die weniger grell. Ja, also sagt mal in den Comments Bescheid. Wir werden da noch experimentieren, ich werde da noch mehr Lampen produzieren und dann überlegen wir uns, wie wir das machen. Idee war eigentlich, dass wir hier Deckenlampen machen, weil ich das denke, ich von der Ausstattung am besten ist, gleichmäßiger ist als Wandlampen vom Gefühl jetzt, ja, das haben wir jetzt auch oben im Haus getestet. Und wenn wir Deckenlampen machen, müssen wir irgendwie die Kabel oben verlegen. Das heißt, ich kann die Kabel nicht von unten einfach nach oben führen, das geht nicht. Das würde bei der Wandsäule noch gehen, weil ich dann quasi durch die Säule durchgehe und ja, wir sind schon wieder am Hungern, ich sehe es. Aber das ist Quatsch. Nee, es war ein ketzerischer Gedanke und wir werden ihn, glaube ich, wieder streichen. Wir werden das ruhig, also hier oben verkabeln, wie gedacht. Die Verteiler aber entsprechend höher ansetzen. Ihr seht, die sitzen zu niedrig. Und dann werden wir schauen, wie wir das machen. Wobei, ja, wir können es mal mit denen testen. Wenn wir mal das da wegnehmen. Testen es mal mit denen. Weil die Lampen haben sich auch einen anderen Anknüpfungspunkt, ja. Einen anderen Pivotpunkt, nennt man sowas, wo der Anknüpfungspunkt ist vom Modell. Ja, das Modell hat irgendwo definiert, wo dieses Kabel reinläuft. Bei der Lampe geht es genau in die Mitte, das sehen wir. Jetzt bin ich mal gespannt, wo das Kabel hier hinläuft, wenn ich das da montiere. Ja, ist der Punkt auch in der Mitte. Das heißt, wir müssen das eben auch hier von oben verkabeln. Demonstriere es nochmal. Ja, dann ist es unsichtbar, ne? Und wenn wir es von unten machen, sehen wir es auch. Also wir müssen das wirklich da oben montieren. Das heißt, der Wartungsschachtraum müsste entsprechend hier so hoch sein, dass wir entsprechend hier diese Kabel spannen können. Und ja, wir werden das vielleicht hier anders bauen. Aber im Prinzip seht ihr, ja, wir werden es. Ich würde es gar nicht anders machen. Also ich würde einfach sagen, vom Gefühl her, von dem, was ich jetzt gesehen habe, ja, aufgrund dieses Lerneffekts, den wir hier wieder haben. Ich würde es so machen, hier ist die Wand, ja, hier ist die Außenwand, wir verkabeln das an der Außenwand und es geht dann quasi hier in die Deckenleuchten. Und wir könnten hier entlang in dieser Zeile entsprechend Lampen montieren. Die Quizfrage ist natürlich, wie würde es ausschauen, wenn wir das woanders montieren? Das haben wir natürlich bequemerweise genau in einer einfachen Stelle montiert. Was würde passieren, wenn wir dieses Teil jetzt weiter weg montieren? Das testen wir jetzt auch nochmal auf die Schnelle. Und dann wissen wir ja Bescheid. Angenommen, ich montiere sie jetzt hierher. Wie verkabeln wir das? Probieren wir es einfach, ob das geht. Von dem Verteiler. Und jetzt seht ihr, es geht. Ja. Also wir können von diesem Verteiler zumindest ein paar Lampen beleuchten. Es geht immer durch die Blöcke durch. Ist versteckt und damit wissen wir, glaube ich, wie wir das verkabeln werden. Wir müssen das da oben montieren. Diese zwei sind so niedrig, haben wir getestet. Das heißt, entsprechend ja, haben wir wieder den hohen Raum und da oben haben wir dann die Decke. Also hier kommt dann die Decke her, da oberhalb, und dann haben wir das entsprechend so verkabelt und wir sehen die Verkabelung nicht. Und ich denke, diese Lampen leuchten hier diesen Bereich ganz gut aus. Wir können dann entsprechend auch eine zweite Lichtreihe machen, wobei braucht man nicht, weil die haben wir hier die Wand. Ne? Dann haben wir da wieder relativ wenig Platz. Ich weiß. Verfletscht und zugenäht. Ja? Der Teufel liegt im Detail, wollte ich gerade sagen. Wenn man sich überlegen, ja, wie wir das noch machen, wir können natürlich machen, was wir machen könnten, ist, dass wir das dann überhaupt zumauern. Ne? Also mal sagen, ja, na, es ist die Außenmauer. Da fällt mir echt nichts ein, wie wir das verstecken können. Entweder lassen wir es offen, ja, und wir sagen, pfeift drauf, wir sehen hinten die Kabel laufen, die Verteiler, oder wir machen es zu. So, ja. Weil im Prinzip wäre es so gedacht gewesen. Dann haben wir aber wieder wenig Bewegungsraum, ja. Dann sind wir hier in Bewegungsraum. Ich wollte es eigentlich weiter hinten verlegen. Deswegen habe ich die Basis zum Teil auch größer gemacht. Aber nein. Ich werde es mir noch überlegen, Leute. Sagt einfach in den Comments Bescheid, was ihr jetzt alles von diesen Offenbarungen denkt. Ihr habt jetzt schon einiges gesehen von der Planung.
wie wir da weitermachen werden. Ihr habt es gesehen unten, wie toll das ausschaut, unter Anführungszeichen, ja, wenn es fertig ausgebaut ist. Wie gesagt, ich denke, hier wenn man eine Deckenbeleuchtung machen, entsprechend die Lampen, die Neonlampen nehmen da entsprechend statt diesen Baustellenlampen. Und dann schauen wir das einfach mal an, wie wir das weitermachen. Also hier entsprechend zack, 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 hinten die Verkabelung. Und dann müssen wir nur noch überlegen, wie machen wir das hier mit den Randblöcken, wenn wir das im Prinzip hier machen. Wir haben dann nur 3 Felder Platz, ja? Zum Teil auch nur 2, weil oder 1,5 eigentlich, aber da stehen wir stehen hinter der Säule, also wir haben hier 3 Felder Platz. Ich habe mir gewünscht, dass wir ein bisschen mehr Platz haben, ein weiteres Feld wäre perfekt. Wird es nicht spielen, weil ich eben hier die Verteiler, also ich kann hier keinen Block davor machen, ich kann das auch nicht verstecken. Also entweder nehmen wir es im Kauf, dass es offen ist, oder ich mache es zu. Ja. Gefühlsmäßig mache ich es zu. Ich wollte es einfach wirklich ästhetisch schön machen. Wie auch immer, Leute, sagt es einfach in den Kommentaren Bescheid. Was habt ihr für Ideen, was habt ihr für Anregungen, was habt ihr für Beschwerden? Ich hoffe, keine Beschwerden. In diesem Sinne hoffe ich, die Episode hat euch gefallen. Ein bisschen Theorie, ein bisschen Praxis, und wir haben euch natürlich da unten endlich mal diesen Raum soweit fertiggestellt. Ja, wir werden noch ein paar Türen einsetzen. Klar, die Türen wenn wir hier noch einsetzen, wir werden entsprechend dann schauen, wie wir das Ganze noch vielleicht anmalen können. Aber von der Idee her, es ist eine funktionale Ebene, die muss nicht ästhetisch darüber hinausgehen. Ich glaube, das ist funktional, betont, schlicht, das passt. Türen werden wir einsetzen, wir werden Wehrgeneratoren reinhängen und dann schauen wir mal, wie wir weiter verfahren. In diesem Sinne, hinterlasst noch ein Like, wenn euch die Episode gefallen hat. Und subscribe den Channel, wenn ihr über dieses Gigantomanie-Projekt auf dem Laufenden bleiben wollt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald.